4 Jahre ist es nun her, dass sich die sterblichen Völker zusammenschlossen, um gemeinsam dem Ansturm der brennenden Legion zu trotzen. Zwar wurde Essoroth gerettet, doch der aus der Not geborene Pakt zwischen der Horde und der Allianz ist zerbrochen. Und wieder lässt der dumpfe Klang der Kriegstrommeln die Erde erbeben. Und damit herzlich willkommen zu World of Warcraft Classic. Ja, da sind wir nun. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hier mal mache. WoW! Ich habe mich tatsächlich dafür entschieden, dass wir WoW spielen. Oh Gott, was tue ich mir hier eigentlich an? Es war tatsächlich ein Losverfahren. Aufgrund dessen, warte, ich muss einmal den Sound leiser machen. Aufgrund dessen ich mir das Ganze hier überlegt habe. Ich weiß noch nicht, ob das alles so gut ist, wie ich mir das jetzt hier denke, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt hier auch alles richtig eingestellt habe. Guck gerade nochmal, aber sollte. Eigentlich. War das Ganze hier auch mit Facecam geplant? Die Facecam wird später kommen. Denn, es gab jetzt so ein kleines Problem mit meinem PC. Ich hatte jetzt eine Woche lang kein richtiges Internet. Und folglich musste ich dann halt, weil ich gedacht habe, es liegt an OBS, habe ich alles runtergeworfen. Und ich habe es noch nicht geschafft, die Kamera wieder neu einzustellen. Also, ne, alles so einzustellen, wie es sich gehört, wie es vorher hatte. Und von daher wird die Facecam erst in 4 oder 5 Parts kommen. Ist Fakt. Erschreckt euch dann bitte nicht, wenn es dann soweit ist. Aber ich denke, jetzt zum Anfang ist es sowieso eigentlich egal. Vielleicht sogar angenehmer. Deswegen, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Und, oh Gott, ich bin einfach müde. Entschuldigung. Und ja. Es gibt auf jeden Fall einmal die Horde. Das ist das hier. Die Horde besteht aus 4 Völkern, den brutalen Orks, den schattenhaften Untoten, den spirituellen Tauren und den aufgeweckten Trollen.
Da diese Außenseiter von allen Seiten von Feinden bedrängt werden, haben sie sich verbündet in der Hoffnung, sich dadurch gegenseitig das Überleben zu sichern. Ja, da hätten wir dann hier den Untoten, der Tauren und der Troll. Es gibt auch noch das weibliche Äquivalent. Da finde ich den Troll sogar gar nicht mehr so hässlich. Das Tauren, ja, gehen. Oh Gott, das bin ich übrigens am Aufstehen morgens. Ja, hübsche Frisur. Wirklich hübsch. Es tut mir leid, ich habe gerade niesen müssen. Also, ne, ich bin dann, wenn jemand mal kurz ein paar Minuten nichts hört, dann niese ich. So, dann gibt es natürlich noch die Allianz. Die Allianz besteht aus 4 Völkern: den edlen Menschen, den abenteuerlustigen Zwergen, den geheimnisumwitterten Nachtelfen und den genialen Gnomen. Sie alle verbindet die Abscheu gegenüber allem Dämonischen und sie kämpfen darum, in dieser von Krieg zerrissenen Welt die Ordnung wiederherzustellen. Ja, da gibt es die Menschen, die Zwerge, die Nachtelfen und die Gnome. Ich halte nichts von kleinen Völkern. Also, ihr werdet, glaube ich, nie erleben, dass ich einen Gnom spiele. Genau wie ihr nie erleben werdet, dass ich einen Zwerg spiele. Liegt mir einfach nicht, mag ich nicht, ist, ja. Troll werdet ihr mich wahrscheinlich auch nie spielen sehen. Bei den Tauren könnte es möglich sein, Untote ist grenzwertig. Höchstens wegen der Story, da habe ich mir sagen lassen, dass die Story ganz cool sein soll. Deswegen, ja. Okay. Ork, weiß ich nicht. Bin eigentlich auch kein Fan von den Orks. Nicht böse gemeint. Ich finde die Story hier von den Orks mega cool. Aber mir liegt doch der Ork nicht so. Wir werden für den Anfang den Menschen spielen. Da meine Lieblingsklasse sowieso erst mit Burning Crusade kommt. Von daher Allianz und Mensch. Und natürlich auch weiblich. So, die Menschen. Die Menschen sind noch ein junges Volk und daher äußerst vielseitig. Sie beherrschen die Künste des Kampfes, des Handwerks und der Magie erstaunlich gut. Durch ihren Wagemut und Optimismus haben sie es geschafft, einige der größten Königreiche der Welt aufzubauen. In diesen unruhigen Zeiten, nach von Konflikten gekennzeichneten Generationen, ist die Menschheit bestrebt, zu ihrer ursprünglichen Blüte zurückzufinden und eine glänzende Zukunft zu schmieden. Verstohlenheitsentdeckung erhöht, Willenskraft erhöht, Bonusbaum, Anstieg des Rufes, Fertigkeit im Umgang mit Schwertern und Streitkolben erhöht. Okay. Ich bin auch immer so weit. Uiuiui. So. Wir hätten dann den Krieger. Nein. Den Paladin, der ja eigentlich nur, stumpf drauf kloppt. Dann den Schurken. Den Priester, den ich eigentlich auch echt interessant finde. Ja, aber wahrscheinlich nicht spielen werde. Den Magier und den Hexenmeister. Wir werden den Magier spielen. Ich denke einfach mal, das könnte eigentlich ganz witzig werden. Magier sind Zauber mit großem Wissen und enormen Fertigkeiten. Ihre ins Auge fallende körperliche Gebrechlichkeit ist irreführend. Kosmische Energien des bewirbelnden Nethers ihrem Willen unterwerfen. Sie können kosmische Energie ihrem Willen Nethers unterwerfen. Magier werden nur selten im Nahkampf aktiv sein. Sie bevorzugen stattdessen den Angriff aus der Ferne, indem sie Frost- oder Feuerblitze auf ihre ahnungslosen Feinde schleudern. Das klingt gut. Ich habe mit dem Magier auch ein bisschen schon gespielt, nicht weit. Weil ich hatte das Ganze ja schon mal versucht aufzunehmen. Ich hatte nur keinen Sound. Also keinen Sprachsound. Ich habe nicht geredet. Unwissentlich. Also, ich habe eigentlich geredet, aber ich war stumm geschaltet. So, Hautfarbe. Oh Gott. Ich sehe aus wie ein schwarzer Käse.
Ich glaube, das passt. Ui. Ja, ich bin auch müde. Das sieht halt auch cool aus. Machen wir das so. Die Ohrringe sahen eigentlich ganz cool aus. So, jetzt kommt natürlich nur die Sache mit dem Namen. Weiß nicht. Ja, okay. Okay, den Namen hat sie nämlich gerade gelöscht. Deswegen wäre es ein Wunder gewesen, wenn er nicht verfügbar gewesen wäre. So, ich gucke noch einmal im Menü, im System, ob alles soweit in Ordnung ist. Geht das hier nicht mehr, ne? Nee. Okay. Sound. Und im Hintergrund, nee, Musikschleife, ja. Okay. Dann betreten wir mal die Welt von World of Warcraft. Ich bin echt gespannt, was unser Spiel alles bringen wird. Was wir erleben werden. Oh, bin einfach gespannt. Und wir sehen uns nach der Sequenz gleich wieder. Bis gleich. Die edlen Menschen von Stormwind sind ein stolzes, zähes Volk. Zwar dezimierte die dämonische Invasion der brennenden Legion das Schwesterkönigreich Lordaeron, doch die Verteidiger Stormwinds haben ein Auge auf alle, die ihrem Land schaden könnten. Die Stadt Stormwind, im Vorgebirge des Elwynwaldes gelegen, ist eine der letzten Bastionen der Menschen auf der Welt. Unter der Herrschaft des Kindkönigs Anduin Wrenn ist das Volk von Stormwind der großen Allianz treu ergeben. Mit Unterstützung ihrer Verbündeten wurden die Armeen von Stormwind abberufen, um auf fernen Schlachtfeldern gegen die wilde Horde zu kämpfen. In Abwesenheit der Armee obliegt die Verteidigung Stormwinds ihren stolzen Bewohnern. Ihr müsst das Königreich gegen die elenden Bastarde verteidigen, die es bedrängen, und die subversiven Verräter jagen, die es von innen zerstören wollen. Die Zeit für Helden ist gekommen. Das größte Kapitel der Menschheitsgeschichte kann beginnen. So, entdeckt Nordheintal. Wir sind im Nordheintal. Ja, sehr schön. So, wir haben hier unten auf jeden Fall unsere Leiste. Das sind unsere Beutelchen mit unserem Inventar. Ich werde das Interface aber einmal umändern. Schnell plündern will ich auf jeden Fall anmachen. Nee. Anzeige. Helm zeigen, ja, kann ruhig. Die Karte drehen. Nö, muss jetzt nicht unbedingt. Ja. Ich brauche mehr Leisten. Okay. Das passt alles. So. Dann werde ich direkt als erstes den ersten Zauber sprechen.
Und zwar unsere Frostrüstung erhöht die Rüstung um 30. Wenn ein Feind den Zaubernden schlägt, kann 5 Sekunden lang sein Bewegungstempo um 30% verlangsamt und die Zeit zwischen Angriffen um 25% erhöht werden. Es kann immer nur ein Rüstungszauber zur selben Zeit auf dem Magier aktiv sein. Hält 30 Minuten lang an. Ja, dann haben wir einmal ganz normal angreifen und den Feuerball schleudert an der glühenden Kugel hinaus die 14 bis 22 Punkte Feuerschaden sowie 4 Sekunden lang 2 Punkte zusätzlichen Feuerschaden verursacht. Dann haben wir hier auch noch unser Essen und Trinken. Packe ich beides aber mal hier hinten hin. Ist eigentlich ganz wichtig. Und den Ruhestein, den packe ich mir da oben hin, damit ich endlich mal weiß, dass ich ihn habe. So, und hallo Deputy Willem! Jetzt. Nicht wundern, wenn ich so komisch bin. Die Bedrohung von innen. Ich hoffe, ihr habt euren Gürtel fest zugezurrt, Magier, denn es gibt hier in Nordhain viel Arbeit. Und ich meine damit nicht Landarbeit. Die Wachen von Stormwind haben alle Handvoll zu tun, um den Frieden zu bewahren. Viele von uns weilen in fernen Ländern, viele Bedrohungen rücken immer näher. Deshalb rekrutieren wir jeden, der gewillt ist, seine Heimat zu verteidigen und die Allianz. Falls ihr hier seid, um den Aufruf zu folgen, sprecht mit meinem Vorgesetzten Marshall McBride. Er ist in der Abtei hinter mir. Schönen Tag auch. Ja, gleichfalls. Ah, so ein Schnupfen ist ätzend. So, nochmal ein bisschen was trinken. Aber ich finde, wir haben uns eigentlich gar nicht mal schlecht erstellt. Sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Und da ist auch schon Marshall McBride. Grüße. Hey Bürger, ihr seht recht kräftig aus. Wir Wachen sind hier eher spärlich gesät. Der könnte eure Hilfe gut gebrauchen. Die Bedrohung von innen. Ah gut, noch eine Freiwillige. Es kommen viele davon in letzter Zeit. Hoffentlich sind es genug. Das Menschenland wird von außerhalb bedroht und große Teile unserer Streitkräfte wurden ins Ausland beordert. Das lässt Raum für verderbte und gesetzlose Gruppen, die sich innerhalb unserer Grenzen ausbreiten können. Wir kämpfen hier gleich an mehreren Fronten. Eldariel, stellt euch auf eine lange Kampagne ein. Eure erste Aufgabe ist eine Säuberung. Ein Kobold-Clan hat sich in den Wäldern im Norden eingenistet. Begebt euch dorthin und bekämpft das Kobold-Gezücht, das ihr dort finden werdet. Dezimiert es, damit wir die Kobolde eines Tages gänzlich aus Nordhain vertreiben können. Für die Allianz. Das werden wir. So, wie gesagt, WoW. Ja, komplettes Neuland für mich. Und der Grund, wieso ich mich für WoW Classic und nicht für WoW Retail entschieden habe. Ich denke, das wollte ich ganz zum Anfang klären. Einfacher Grund, die Story. Ich habe tatsächlich mit WoW Retail vor 1,5 Jahren angefangen und es war halt so, ich habe nichts verstanden. Ja, man kann sich die Geschichte nachlesen, ja, man kann sie sich von Leuten, die die Lore kennen, erzählen lassen, ja, es gibt Videos von Craft und von sonstigen Leuten, die die Lore erzählen, ja, aber... Ich bin jemand, wenn ich es nicht selbst spiele, dann verstehe ich es auch nicht. Ja, man kann mir was dazu erklären. Ja, man kann so Einzelheiten erklären. Wenn für mich zum Beispiel so Gesprächs- oder Gedächtnislücken sind. Alles kein Problem. Eine komplette Story von der Entstehung der Welt bis dahin, wo Warcraft 1 spielt, bis dahin, wo Warcraft 2 spielt, bis dahin, wo der Film von WoW spielt, bis dahin, wo das hier spielt. Ich habe keinen Plan mehr. Ich bin irgendwann einfach nicht mehr durchgestiegen. So, deswegen hatte ich mir gesagt, okay, ich hatte jetzt halt Leute gefragt, die sich mit WoW auskennen. So, was ist WoW Classic? WoW Classic ist dann ja das, was quasi vor dem Kataklysmus ist. Gewesen ist, wenn ich das jetzt so alles richtig erzähle. Wenn es falsch ist, bitte schreibt es mir unter die Kommentare, denn ich habe keine Ahnung. Ich beruhe jetzt einfach auf dem, was ich gehört habe. Ich weiß gar nicht, der Kataklysmus war das dritte? Vierte Eldon? Ich weiß es nicht. Ich glaube dritte.
Ich glaube, Burning Crusade kam, ich weiß gar nicht, das dann glaube ich Nordet und dann glaube ich Kataklysm, ich weiß es nicht genau. Ja, auf jeden Fall, dadurch hat sich ja dann die Welt von Retail WoW ja geändert und das heißt, das normale WoW Classic ist ja so eigentlich gar nicht mehr spielbar. Das heißt, du spielst ja eigentlich Kataklysm sozusagen und nicht WoW Classic, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Da ich das aber halt nicht wollte und ich wollte nicht mit Burning Crusade anfangen und da fehlt halt die Hälfte der Geschichte für mich. Weil dann ist halt die Frage, ja, warum gehe ich zum Tor? Warum muss ich das machen? Was war vorher? Und nein, das wollte ich halt ab. Deswegen WoW Classic. Hat mich aber Überwindung gekostet. Weil WoW Classic ja deutlich anders ist. Das heißt, du kriegst, glaube ich, dein normales Reittier erst ab 40. Also du kannst auch erst normal reiten. Fliegen gibt es im WoW gar nicht, es sei denn, du nimmst halt diese Schnellreisemethode, die, wie ich herausgefunden habe, durch privates Spielen, gibt es erst ab Westphal. Juhu. Es wird also ein langer und steiniger Weg, aber für die Story möchte ich das machen. Das heißt, wir werden tatsächlich es so angehen. Wahrscheinlich, bis ich durch bin, wird es auch das nächste Classic-Spiel, also wahrscheinlich hier dieses Nordend Classic wahrscheinlich geben. Aber ich werde erst mit euch Classic WoW spielen, dann Burning Crusade Classic. Dann, so Gott möchte, ist dann entweder das nächste Add-on schon für Classic verfügbar oder wir spielen es im Retail und dann spielen wir halt alles im Retail nacheinander. Dann natürlich mit anderen Charakteren. Dann gehe ich wahrscheinlich jedes Viech da einmal durch. Aber mal gucken, wie wir das dann genau anstellen. So ist auf jeden Fall erst einmal der Plan. So, dazu sei gesagt, wir machen lediglich Story. Es wird keine großen Raids geben, es gibt keine Savage Raids, es gibt keine epischen Sachen hier. Keine Toxic Runs oder sonstiges. Wir werden einfach die Story zocken. Die Instanzen, die ich für die Story brauche, die dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Das ist, sehe ich für mich auch nicht als Spoiler an, das wäre für mich halt einfach, okay, in die Instanz muss ich. Gut, mache ich. Wenn es Leute von euch gibt, die Classic spielen, die nicht toxisch sind, die, mit denen man entspannt und ruhig spielen kann und man sich natürlich vorher so ein bisschen kennengelernt hat, ne? Weiter, weil sonst nehme ich euch nie in ein Projekt mit, könnt ihr gerne schreiben. Könnt auch gerne auf den Discord-Server von mir und von uns quasi von den Sampfoten joinen. Wer mich von Twitch kennt, weiß, wer die Sampfoten sind. Ja, dann kann man da ein bisschen quatschen, kann man darüber dann auch sagen, hey, ne, wollen wir bei WoW zusammen machen, entweder zusammen spielen oder einfach zusammen im Voice sein und einfach quatschen. Die Möglichkeit besteht, könnt ihr gerne jederzeit schreiben. Einzige Voraussetzung, wie gesagt, die einzige Voraussetzung, ihr solltet ein gutes Mikro haben. Weil, ne, Rauschen und Knistern und die Mami im Hintergrund ist nicht unbedingt sinnvoll. Gut, Mami im Hintergrund kann natürlich sein, weil mein Hasi-Pupsi, die kommt ja auch öfters bei rein und erschreckt mich. Von daher, es kann immer sein, dass irgendjemand reinkommt. Aber gutes Mikro sollte auf jeden Fall vorhanden sein. So, und dann natürlich, wie gesagt, nett, freundlich sein und nicht toxisch. Also nicht aus dieser toxischen WoW-Community sagen, hey, du machst das aber scheiße. Du machst mir das aber nicht. Das kann ich nicht gebrauchen. Das ist für euch, die Zuschauer, nicht schön. Und für mich gespielt erst recht nicht. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe genug erklärt. Wenn noch weitere Fragen sind zum Projekt, wie ich das hier angehen möchte, immer her damit. Wer noch einsteigen möchte, kann das natürlich gerne jetzt hier am Anfang machen. Ich habe jetzt auch langsam die Endcard fertig. Oh Wunder. Das heißt, dieser WoW-Part wird voraussichtlich nächste Woche Montag erscheinen. Ich werde ihn vielleicht heute sogar schon hochladen. Mal gucken. So viel dazu aber jetzt, wie gesagt, erstmal. Und ich wiederhole mich, ich hasse Schnupfen. Ist nur leichter, aber... Naja, er ist trotzdem vorhanden. So, Deputy Willem will noch was von uns. Hallo.
Egan Peltskinner. Egan Peltskinner sucht da jemanden, der für ihn Wölfe jagt. Das ist gut, da wir es hier in Nordheimtal in letzter Zeit verstärkt mit Wölfen zu tun haben. Wenn ihr interessiert seid, dann sprecht mit Egan. Ihr findet ihn neben der Abtei auf der linken Seite. Okay. Auf dann! Das sollte kein Problem darstellen. So. Wie gesagt, die Story bis Westphal kenne ich so teilweise. Was kann ich für euch tun? Egan Peltskinner, okay. Ist es wahr? Ich suche nach jemandem, der für mich Wölfe jagt. Seid ihr diese Person? Ich hasse diese grässlichen Waldwölfe, aber Wolfsteak esse ich für mein Leben gern. Bringt mir zähes Wolfsfleisch, dann gebe ich euch etwas dafür, das euch von Nutzen sein wird. Zähes Wolfsfleisch bekommt ihr, wenn ihr die Waldwölfe und Jungwölfe jagt, die im Norden durch das Land streifen. Man sieht sie. Das will ich einmal klein wie möglich halten. Oh Gott. Ja, dann machen wir es lieber so. So ist deutlich angenehmer. So, es werden auf jeden Fall immer so 30 Minuten Parts sein. Habe ich mir zumindest so überlegt. Weil 30 Minuten ist eigentlich so eine gute Spanne für WoW. Witzig. Und ja, mal gucken. Wir sind aber auch gleich schon bei 30 Minuten. Hier werde ich viele, viele Cuts machen müssen. Es sei denn, ihr wollt halt irgendwie langsam sicher das Mana regeneriert. Und ihr möchtet halt auch nicht immer hier meine Getränke aufbrauchen. Das würde uns nur unnötig Geld kosten. Und das, was ich bisher von WoW Classic gesehen habe, wir brauchen viel Geld. Wir brauchen wirklich viel Geld. Es ist halt nicht wie in Retail, wo du halt dir ständig was Neues kaufen kannst. Und du Money en masse hast. Das ist ja halt wirklich nicht der Fall. Hier muss man halt echt noch gucken. Und mit, ja, ich sag mal, Techniken arbeiten. Finde ich zumindest. Du kannst halt nicht einfach draufdrücken und hoffen, ne, hier regelt das schon. Sondern man sollte schon so ein bisschen mitdenken. So, jetzt habe ich das gleich nochmal bekommen. Auch schön. So, hier haben wir auch unser Charakterfenster. Wo wir dann halt die Rüstung und alles sehen. Unsere Stats. Den Ruf von den jeweiligen Fraktionen. Natürlich bei der Allianz. Stormwind. Freundlich. Gesinnt. Genauso wie Ironforge. Gnome. Gangnom. Und dann Nassus. Und dann sehen wir hier unsere Fertigkeiten. Und unsere Ehre. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet. Haben wir jetzt. Sehr schön. So, ich würde sagen, die Wölfe machen wir auf jeden Fall noch fertig. So, zwei Würfe fehlen uns noch. Whee.
Also es wird später auf jeden Fall noch recht schwierig. Da wird das Tempo auch rasant anziehen. Aber ich glaube, mit etwas Leveln kriegen wir das eigentlich ganz gut hin. So. Der Deputy hat wieder einen Auftrag für uns, sehe ich da gerade. Wir haben hier einen Umhang. Toll, hier so ein kleines Cape. Nett. Dann nehmen wir dich nochmal. Tada. Dann können wir schon einmal das verkaufen, was wir nicht brauchen. Ich liefere nur feinste Waren. Beziehungsweise schon doppelt haben. Seid vorsichtig. So. Und dann würde ich sagen, beenden wir hier erstmal den allerersten Part von WoW Classic. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Also bis dahin. Ciao.